So, herzlich willkommen zurück zu Let's Clone Flappy Bird. Ich muss gerade nochmal diesen Ordner öffnen. Sekunde. Ich gehe nochmal gerade hier auf den Desktop. Hier haben wir ihn. So, also, die Main habe ich, genau, die habe ich schon geöffnet. Und zwar bin ich jetzt zu dem Schluss gekommen, wir hatten ja dieses Problem. Das hat alles super funktioniert mit den Röhren, die haben sich kreiert, sind von rechts nach links gegangen, der Vogel ist gehüpft und konnte auch zwischen den Röhren durch, aber wenn er an einer Röhre hängen geblieben ist, da müssen wir machen, dass das Spiel abstürzt, und da haben wir jetzt hier irgendwas mit C-Intersect probiert, das ist aber vollkommener Quatsch, das hat überhaupt nicht funktioniert, das mache ich komplett nochmal weg, und ich zeige euch nochmal, wie das bisher jetzt so funktioniert hat. Das heißt, wir haben hier jetzt den Vogel, der springt auch wunderschön. Aber sobald er hier an so ein... Also der kann auch da durch sozusagen, aber ihr seht schon, sobald er irgendwo hängen bleibt, schiebt er die Röhre einfach vor sich her. Und so soll es ja nicht sein. Eigentlich soll er ja an der Röhre dann hängen bleiben. So, und dann abstürzen. Und das bringt furchtbare Bugs, wie hier jetzt zum Beispiel. So, und da bin ich zu dem Schluss gekommen. Ich habe mir das alles nochmal lang angeguckt, habe mir da mit C-Move, was das für einen Rückgabewert hat, hier alles nochmal angeschaut. Hier das zum Beispiel, das meinte ich jetzt gerade nicht, ich meinte das hier, das hier haben wir ja angegeben, das wird auf eine Variable gesetzt, und wenn diese Variable kleiner gleich 0 ist, dann konnte die Ente nicht bewegt werden. So hat es aber alles auch nicht funktioniert. Das heißt, ich bin zu dem Schluss gekommen, wir müssen das Ganze anders angehen. Und zwar so, dass der Spieler letztlich, also der Vogel sich bewegt und nicht die Röhren. Das wird nämlich am Ende besser funktionieren, als wenn wir hier irgendwie sowas machen. Dann gibt es nämlich zwei C-Move-Funktionen und das ist kompletter Quatsch. Das heißt, wir machen jetzt gerade das hier mal wieder weg. So, dann, das weiß ich noch nicht, ob wir das noch brauchen werden. Ich lasse es erstmal da, das stört ja keinen. Wir haben ja jetzt nicht so unendlich viele Funktionen, dass eine Wildschleife da mehr oder weniger stört. Dann haben wir es so gemacht, dass der Vogel an ein und derselben Stelle bleibt. Das machen wir jetzt aber anders, ich mache es nochmal gerade zurück. Und diesmal werde ich das hier, genau dasselbe, beim Vogel, der hat ja auch eine CMU-Funktion, und das ist ja der Y-Wert dieses Vektors, des, man kann sich hier nochmal anschauen, des absoluten Vektors, das heißt, so wie sich der Vogel, beziehungsweise in diesem Fall noch die Röhren, relativ zum Level hin bewegt, das heißt absolut sozusagen, und das werde ich jetzt gerade einfach mal hier, Steuerung C und Steuerung V, sodass der Vogel sich jetzt bewegt und nicht die Röhren. Das wird dann folgendermaßen aussehen. Der springt nach hinten. Ja, so soll es ja nicht sein. Der soll natürlich nach vorne sich bewegen, das heißt, wir machen da minus 10 draus. Die Vögel, die Röhren haben sich ja nach links bewegt. Und das heißt, die Röhren sollen sich, die Röhren haben sich nach rechts, nach links bewegt. Und der Vogel soll sich nach rechts bewegen. So, das sieht gut aus. Im Prinzip ist das auch alles so in Ordnung. Jetzt soll aber die Kamera natürlich an der Position des Vogels sein. Das heißt, wir sagen jetzt einfach hier, Kamera.y ist gleich my.y. So, und jetzt wird das Ganze folgendermaßen aussehen. Huch, ja, das ist logisch, dass das jetzt passiert ist. Hier werden jetzt ganz viele Röhren spawnen und der Vogel bleibt natürlich daran hängen. Ganz klar, so, wir machen mal gerade weiter. Und zwar, das Problem war, dass das hier genau an der Position ist, so soll es aber gar nicht sein. Es soll ein bisschen mehr sein, also ein bisschen weiter rechts sein. Der Vogel ist ja, wo wird er hergestellt? Der ist an der Position 400, das heißt, wir sagen hier, minus 400. So, und jetzt wird das auch funktionieren, ganz genau. Da spawnen jetzt die Röhren und der Vogel bleibt schön links. Allerdings gibt es jetzt mehrere Sachen, die wieder auffallen. Einmal der Hintergrund. Den haben wir ja hier mit
and create lawyer oder layer oder wie auch immer, dass man das ausspricht, erstellt. Das machen wir jetzt rückgängig. Und zwar sagen wir, es soll eine Entity, eine ganz normale Entity sein. Und zwar an der Position 0, da kann man auch 0 Vektor hinschreiben, das ist das gleiche wie Vektor in Klammern auf 0,0,0. Und er soll keine Aktion haben. Und jetzt sagen wir aber hier nicht nur die Kamera.y, sondern, ne Moment, das machen wir anders, Entschuldigung gerade nochmal. Das ist doof, wir machen da einfach hier ein Act Background. So, fügen wir hinzu, das kopiere ich mir und ich erstelle hier eine Aktion Act Background. Und dazu sagen wir while 1, wait 1, ganz wichtig, das darf nicht fehlen. Oh, jetzt habe ich mich sehr kompliziert verschrieben. Die Tastatur ist nicht so wirklich super. So, also, while 1, wait 1, und was soll währenddessen passieren? Der soll my.y gleich... hat der hier überhaupt ein... Ja, endbird heißt es. Endbird.y. So, also jetzt erkläre ich es gerade nochmal ganz kurz. Die Kameraposition wird hier immer mit dem Vogel bewegt. Das soll ja auch so sein. Und hier wird jetzt der Hintergrund, den haben wir jetzt anstatt eines Skies, also eines normalen Hintergrund, haben wir jetzt stattdessen eine Entity, ein einfaches Sprite kreiert und das soll jetzt hier... Oh, das crasht in, warum auch immer. Ja. Ah, ich glaube, ich weiß warum. Ja, Endbird wurde erst danach kreiert. Das heißt, er weiß noch gar nicht, was Endbird ist. Also der ruft jetzt hier diese... Also es war ja gerade eben, war es noch so. Der ruft hier die EndCreate-Funktion auf. Dadurch ruft er auch die Act Background auf. Dann sagt er my.y gleich n.y. So, n.y kennt er zwar, ist da oben deklariert, hier oben, Entity EndBird, aber das wurde überhaupt noch niemandem zugewiesen. Es gibt noch überhaupt keine Entity mit dem Pointer EndBird. Und das passiert erst danach. Hier wird erst der Pointer auf diese kreierte Entity erstellt. Und deswegen müssen wir das einfach davor schreiben. Und so dürfte das dann auch jetzt funktionieren. So, tatsächlich ist auf, ja, es buggt extrem rum, auf der Position davon, da müssen wir auch sagen, minus 400. Und hier haben wir ja auch irgendwann mal, warum war denn das so hell eigentlich? My.ambient gleich 100, ah, richtig, jetzt müssen wir natürlich dem hier auch sagen. My.ambient gleich 100. Keine Ahnung, warum das defaultmäßig auf so dunkel gesetzt ist. Scheint aber so zu sein. Und jetzt buggt der Vogel hier rum. Und zwar weil... Ja, weiß ich nicht. Y ist ja die Querposition, das heißt eigentlich die Höhe. Die Z-Position wird nicht auf die Position des Vogels gesetzt. Und auch nicht die X, was überhaupt kein... Unterschied macht. Vielleicht sagen wir mal gerade hier my.x ist gleich minus 10. Vielleicht funktioniert es dann ein bisschen besser. Ja, da muss natürlich ein Semikolon hin. Verzeihung, liebe Compiler. So, jetzt ist der Vogel ganz weg. Achso, und plus 10 muss da natürlich hin. So. Jetzt ist es hier ein bisschen, können wir sehen, verschwunden. Das ist auch alles irgendwie Schwachsinn. Der Vogel wird, glaube ich, nämlich schon ein bisschen nach vorne gesetzt. Kann das sein? Hier vielleicht? Nee, auch nicht. Doch, tatsächlich minus 10 hat er ja die Position. Das heißt, das ist nicht das Problem, warum jetzt der Vogel hier so komisch an der einen derselben Stelle bleibt. Weiß ich jetzt gerade nicht genau. Wir können ja hier sehen, der bewegt sich zwar im Prinzip, aber sonst passiert nichts.